Bereits im 15. Jahrhundert erreichten die Portugiesen die guineische Küste. Der nachfolgende Sklavenhandel dezimierte die Bevölkerung beträchtlich. Mitte des 19. Jahrhunderts begann die französische Kolonisation. Seit 1958 ist Guinea selbstständig. Die Öffnung zum Westen begann Ende der 70er Jahre. Amtssprache ist Französisch. Guinea ist 245.000 Quadratkilometer groß und hier leben 10 Millionen Einwohner bei einer Bevölkerungsdichte von nur 42 Menschen pro Quadratkilometer. Die Bewohner Guineas gehören mehr als 20 verschiedenen Ethnien an. Die Hauptstadt von Ghana ist Conakry mit etwa gleich vielen Einwohnern wie München. Guinea erstreckt sich über 4 klimatische und geografische Zonen. Die Lebensräume variieren vom Regenwald im Hochland bis zum Savanne im Grasland. Guinea ist eines der unbekanntesten Länder Afrikas, wie sich bald herausstellt, völlig zu Unrecht. Erst seit 1984 ist freier Reiseverkehr für Touristen erlaubt. Die meisten Urlauber kommen, um Teile des letzten unberührten Regenwaldes in Westafrika zu sehen und hier auf wild lebende Tiere zu treffen. Für viele Wanderer ist Guinea eines der schönsten Gebiete in ganz Westafrika. Die Pflanzenwelt Guineas ist sehr artenreich. Entlang der Küste und an den Flussufern gibt es dichte Mangrovenwälder. Die Hänge, wo großflächige Brandrodung betrieben wurde, sind von Sauergräsern bedeckt. Für Oberguinea ist die Baumsavanne charakteristisch. In den meisten Gebieten gibt es eine große Anzahl verschiedenster Tierarten. In Guinea entspringen bedeutende westafrikanische Ströme: Gambia, Bafing, der Niger und mehrere Nigerzuflüsse. Diese Flüsse sorgen auch für die Bewässerung eines großen Teils von Westafrika. In Guinea herrscht tropisches Klima. An der Küste ist es feucht-heiß mit hohen Niederschlägen. Östlich des Futa-Jalon-Plateaus werden die Niederschläge geringer. Die Regenzeit liegt zwischen April und November mit tropischen Gewittern und heftigen Stürmen, vor allem im Juli und im August. Von November bis April herrscht Trockenzeit. Die Temperaturen in Guinea betragen durchschnittlich 22 bis 32 Grad Celsius. In höheren Lagen liegen die Tiefstemperaturen im Winter bei nur 6 Grad Celsius. In der Hauptstadt Conakry an der Atlantikküste herrscht unabhängig von Regen oder Trockenzeit Tag und Nacht fast die gleiche Temperatur zwischen 24 und 32 Grad Celsius. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit bis zu 98% wird das Klima von Besuchern als schwül und ermüdend empfunden. Beste Reisezeiten sind die Monate am Beginn und am Ende der Regenzeit, also Mai, Juni und Oktober, November. Guinea ist reich an Rohstoffen und völlig zu Unrecht noch arm an Touristen. Ein Paradies in Warteposition.